Hallo! Heute möchte ich mit euch vegane Muffins machen. Zuerst brauchen wir 300 Gramm Mehl. Danach brauchen wir 20 Gramm Speisestärke. Dann benötigen wir als nächstes 180 Gramm Zucker und eine Packung Backpulver. Die trockenen Zutaten werden nun miteinander vermischt. Als nächstes heizen wir den Backofen auf 180 Grad Ober-Unter-Hitze vor. Als nächstes brauchen wir 300 Gramm vegane Milch. Ich benutze Mandeldrink. Dann benötigen wir 150 Gramm Pflanzenöl. Ich nehme Sonnenblumenöl. Anschließend kommt noch ein Päckchen Vanillezucker hinzu oder ich habe selbst angerührte Vanille, davon kommt ein Schluck dazu. Und zum Schluss brauchen wir noch 10 Gramm Zitronensaft. Das wird jetzt auch wieder alles miteinander verrührt. Dem Teig portioniere ich jetzt ein Drittel bis die Hälfte ab, um aus der nachher einen Schokoteig zu machen. Zu dem portionierten Teig kommen jetzt noch 20 Gramm Kakaopulver dazu. Dies wird ebenfalls miteinander vermischt. Und da durch das Kakaopulver der Teig ein bisschen fester wird, füge ich nochmal einen Schluck Milch hinzu. So, nun sind die zwei Teige fertig und wir können die Muffinförmchen füllen. Ich habe mein Blech bereits mit Förmchen befüllt. Wer möchte, kann auch fertige Backformen nehmen. Ich werde zuerst den hellen Teig in die Förmchen verteilen und obendrauf kommt dann immer ein bisschen von dem dunklen Teig. Nun werden die Muffins fertig. Wer möchte, kann Teige noch miteinander ein bisschen verrühren. Dazu nimmt man eine Gabel und hebt es so ein bisschen unter. Außerdem können auch noch Schokotrops nachträglich drauf verteilt werden oder gleich mit in den Teig eingearbeitet werden. Nun kommen die Muffins für 18 bis 20 Minuten in den Ofen. Nun sind die Muffins fertig und wir können sie aus dem Ofen holen. So sehen sie aus. Nun kommen sie zum Auskühlen noch auf ein Gitterrost und dann können sie wie gewünscht entweder mit Puderzucker oder mit Zuckerglasur oder auch mit Schokolade verziert beziehungsweise auch dekoriert werden. Viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.